Hallo alle zusammen, heute filme ich euch meine Januar-Favoriten. Heute fange ich an mit Skincare, da das einfach die Basis des Make-ups ist und für mich sehr wichtig. In dieser Jahreszeit habe ich oft sehr trockene Haut, auch sogar teilweise trockene Stellen und die müssen natürlich irgendwie behandelt werden. Peeling ist gut, einfach um die Hautschüppchen abzunehmen, die dort nicht hingehören, die da irgendwie überflüssig sind und dann natürlich eine extra Portion Pflege. Ich mache das Ganze mit einem Intensivserum. Dieses hier ist von Altera Naturkosmetik. Bio-Granatapfel mit Vitamin E, Bio-Olivenöl für sehr trockene Haut. Das spendet super gut Feuchtigkeit und Seren dringen einfach viel tiefer in die Haut ein. Sie sind einfach mit viel kleineren Partikeln, die sich nicht so auf die Haut setzen wie jetzt zum Beispiel eine Creme oder ein Öl. Trotzdem gebe ich darüber ein Öl, um halt die Feuchtigkeit drin zu behalten und außerdem pflegt das Öl auch nochmal sehr, sehr gut und macht meine Haut sehr weich. Darüber gebe ich sogar manchmal noch eine Creme und dann ist absolut der Deal perfekt und die Haut befeuchtet. Eine sehr gute Creme ist zum Beispiel diese Komplett Repair Intensiv Lotion mit 10% Urea von Eucerin. Diese Creme würde ich allerdings nur nachts auftragen, da ist eine sehr, sehr dicke Konsistenz hat und auch glänzend ist. Morgens trage ich nur dann ein Öl auf, wenn ich anschließend noch einige Zeit zu Hause bleiben kann und abwarten kann, bis das Öl komplett eingesunken ist. Natürlich ist auch Lippenpflege in diesem Wetter sehr wichtig. Dafür benutze ich diesen Lippenpflegebalsam von Alverde. Ist super günstig, könnt ihr ruhig mal ausprobieren, kostet vielleicht 1,25 € oder sowas und ich finde die Pflegewirkung sehr gut. Anders als andere Lippenpflegestifte macht es nämlich keine Plastikschicht auf den Lippen. Also es enthält kein Mineralöl und ähnlichen Kram. Ist halt Naturkosmetik. Als Foundation habe ich diesen Monat diese BB Cream von Maybelline benutzt. Das ist die Dream Fresh mit Lichtschutzfaktor. Ich war ja in Indien und da wollte ich etwas mit Lichtschutzfaktor und das hier hatte ich halt noch rumliegen. Das Ding ist halt, dass die Farbe auf den ersten Blick zumindest nicht gut passt zu meiner Hautfarbe. Ich habe halt sehr helle Haut und diese BB-Cream ist halt nicht gerade mein idealer Hautton. Das Ding ist aber, wenn ich die verstreiche, dann blendet sich das in meine Haut ein und es ist kaum noch ein Unterschied zu sehen. Diesen Bronzer von The Body Shop habe ich zu Weihnachten bekommen. Der ist in der Farbe 01 und wie ihr seht, ein sehr heller Ton. Das ist ideal und geeignet für Leute wie mich, die super helle Haut haben, um einfach auch noch ein bisschen das Gesicht aufzuwärmen, denn oftmals sind Bronzer einfach viel zu dunkel für mich. Meine Nagellackfavoriten diesen Monat waren definitiv diese kleinen Teile von Maybelline, die Superstay 7 Days Super Strong Gel Nail Color. Den habe ich auch heute drauf. Ich habe diese zwei Farben, einmal diesen lila Ton und einmal dieses wunderschöne Rot. Darüber gebe ich gern diesen Top Shine Top Coat von Manhattan. Der macht nochmal eine glänzende Schicht auf den Nagel und versiegelt ihn bombenfest. Das Ding ist, ich finde wirklich, dass dieser Nagellack sehr lange hält. Definitiv länger als alles andere, was ich bisher ausprobiert habe. Also top. Dann möchte ich euch noch erzählen, was unter der Dusche diesen Monat meine Favoriten waren. Und das waren das Shampoo und die Spülung von Altera Naturkosmetik. Bio-Granatapfel und Bio-Aloe Vera. Ich finde, die pflegen super, super gut. Ich hatte das letztes Jahr schon mal und habe dann aber zwischendurch noch andere Shampoos benutzt und andere Spülungen. Und als ich dann wieder im Januar angefangen habe, diese Kombination zu benutzen und überhaupt das Shampoo aufzutragen, war ich so, oh, endlich seid ihr zurück in meinem Leben. Definitiv bis jetzt das Beste, was ich gefunden habe. Außerdem habe ich mich in dieses Duschbad verliebt. Das ist der Muntermacher von Kneipp. Riecht wunderbar. Nach Limette, Minze und Guarana, wie auf der Packung steht. Und es ist einfach morgens das Allerbeste, um euch so ein bisschen so einen kleinen Push zu geben, morgens aufzustehen oder also unter der Dusche so ein bisschen wach zu werden. Ich finde es wunderbar. Dann habe ich noch einen kleinen Lifestyle-Favorite und zwar mein Lieblingstee. Das war diesen Monat Chai-Tee, also so ein Tee mit, es ist noch in der Verpackung, deshalb glänzt das gerade noch ein bisschen. Am liebsten mit Reismilch. Ich habe im Januar versucht, nicht so viel Milchprodukte zu essen. Deshalb habe ich mir auch aus Indien diesen Tee-Masala mitgebracht. Das ist einfach so eine Gewürzmischung. Da ist kein schwarzer Tee drin, wie bei uns manchmal in Tee-Chai-Mischungen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Aber ich freue mich schon darauf, einen echt indischen Chai zu probieren. Meinen eigenen muss ich natürlich dazu sagen, denn dort in Indien habe ich natürlich auch Chai getrunken. Gut, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start in dieses Jahr. Schreibt mir doch eure Januar-Favoriten
in die Kommentare. Das würde mich super freuen, mal einfach was von euch zu hören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Heute drehe ich euch ein Video zu meinem Handgepäck. Ich muss eben mein Handgepäck packen und ich dachte, da kann ich euch genauso gut zeigen, was ich mitnehme.